So, ah. Eben. Hallo und willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem schönen Kanal. Aus dem wunderschönen Heidepark. Yes. Von Experience of Fun. Ja. Mit den Stoppies. Mit den Stoppies, genau. Hallo. Hallo, ich bin der Marvin. Marvin ist heute auch am Start. Stoppies haben wir heute getroffen bei Colossos. Richtig cool. Nur leider ist unsere Denise nicht dabei. Geht's leider nicht so gut. Aber hoffentlich beim nächsten Mal. Und genau. Wir wünschen euch auf jeden Fall ganz viel Spaß mit diesem Vlog. Juhu! Like und kommentieren, nicht vergessen. Jetzt warten wir darauf, dass sie das magische Tor endlich öffnet. Wir haben jetzt 9.37 Uhr und ja, sollte sich jeden Moment öffnen. Und heute beginnen wir die Runde mal komplett anders. Wir laufen in die ganz andere Richtung und zwar mit Flug der Dämonen und Krake und gucken, was da noch so rumgeistert in der Ecke. Und wir sind schon mega gespannt, was der Tag heute so bringt. Am letzten Heideparkbesuch hatten wir ja eine Menge Gewitter, Unwetter und Regen. Und heute ist genau das Gegenteil. Ganz viel Sonne, aber das ist auch tatsächlich heute der letzte lange Sommertag im Heidepark. Da gibt es ja diese sogenannte Sommeraktion, da hat der Park dann immer bis 20 Uhr auf, beziehungsweise die Fahrgeschäfte haben dann schon um 19 Uhr geschlossen, beziehungsweise die Warteschlangen der Fahrgeschäfte. Jeden Moment geht's los, Alter, hier fällt gerade irgendein Gemüse von den Bäumen runter und Marvin füllt ja schon einen kleinen Tanz auf. Ja, mal hier. 9:45 Uhr und die Spannung steigt immer weiter. Marvin wird von den Bäumen bombardiert. Ja. Von den Bäumen, Alter, von den Eichhörnchen. Und es geht los. Ich höre die Musik. Hörst du sie auch? Ja. Es geht los. Mega. Wir freuen uns richtig. Und beim Losgehen nicht zu sehr drängeln, immer schön auf die Abstände achten. Dort explodiert, das triffst du hier. Heute ist nochmal die Maske aufgezogen, weil es mal ein bisschen schwierig mit den Abständen hier teilweise. So, jetzt betreten wir die Bucht der Piraten. Gibt es ja auch die Torpilaula-Schlacht. Witziges Ding, aber da wird man echt klatschnass und das ist dann wirklich eher etwas für Tage, wenn es mal richtig heiß ist. Heute ist es glaube ich so 22 Grad, also no, leicht frisch, aber angenehm. Wir haben gerade gemerkt, dass wir einen kleinen Umweg gegangen sind. Ist aber halb so wild, weil es war auch mal schön gewesen, den Weg da lang zu laufen. An der Piratenbühne vorbei. Angekommen bei Flug der Dämonen. Wir haben jetzt 9:04 Uhr, also das heißt, es öffnet gleich. Und wie ihr seht, ist die Schlange auch nicht wirklich lang. Aber gut, es wird sich wahrscheinlich noch im Laufe des Tages ein bisschen entwickeln. Und ja, wir freuen uns richtig. Das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich Flug der Dämonen gleich am Anfang fahre. Das erste Mal überhaupt, ja. Denise Lieblingsbahn gleich am Anfang. Ja, schade, dass Denise schon wieder heute nicht dabei ist. Heute ist sie nämlich leider krankgeschrieben, aber gut. So ist das manchmal. Ja gut, wenn sie nicht krankgeschrieben wäre, dann müsste sie genau heute arbeiten. Aber Denise bekommt ihr auf jeden Fall auch noch öfters zu sehen, keine Sorge. Und los geht's, wir freuen uns mega. Flug der Dämonen. Ja, Hindernisparcours bei Flug der Dämonen. Hier heißt es Klettern und durchringen. Wow. Irgendwie haben die ganzen Zwischensperren nicht aufgemacht. Das heißt, wir müssen alles so ein bisschen ablaufen, beziehungsweise ein bisschen klettern, krabbeln, was so dazu gehört. Vier
Runden Flug der Dämonen. Mega. Also das ist heftig. Das habe ich mir vorher noch nie erlebt. Jetzt erstmal eine Runde. Oh, herrlich. Hat jedenfalls mega Spaß gemacht. Also echt Wahnsinn. Viermal Flug der Dämonen am Morgen. Das war der Hammer. Mhm. Richtig gut. Und vor allem das an einem Samstag. Richtig gut. Mhm. Boah, ist das hell hier. Anstehen bei der Krake. Nochmal wieder schöner Spaß. Nach schön vier Runden Flug der Dämonen fahren wir jetzt einmal eine Runde Krake. Wartezeit ist, haben wir jetzt gar nicht nachgeguckt, ehrlich gesagt. Wir haben uns einfach angestellt. Aber es sieht so nach 15 bis 20 Minuten aus. Also es geht echt in Ordnung für einen Samstag. Allgemein, also am Anfang wirkte das tatsächlich so, dass ein bisschen mehr los ist. Aber jetzt ist es im Endeffekt nicht wirklich voll. Also richtig gut und Traumwetter, perfekter Tag einfach. Richtig gut. Ja, Krake ist ein echt, wie soll man das nennen? Ein kurzer Dive Coaster. Ungefähr 42,5 Meter hoch, 103 km/h schnell und es geht ordentlich senkrecht nach unten. Also macht schon Spaß das Teil, ist halt nur ein bisschen kurz. Und bei der Krake ist halt auch am besten so, dass man, wenn man schnell drankommen will, fährt man mit der zweiten oder dritten Reihe. Wenn man ein bisschen mehr Zeit mitbringt, setzt man sich in die erste Reihe. Aber das dauert halt, ist die Wartezeit immer ein bisschen länger. Zeit vor. Krake. Richtig nice. Eigentlich wollte ich auch noch mal hingehen, aber da waren halt so viele Kinder, da wollte ich in den Vortritt lassen. Und außerdem ruft Kolossos. Da gehen wir jetzt nämlich hin. Und nochmal kurz zu Krake. Wir saßen in der zweiten Reihe. Wir haben so, weiß nicht, 15, 20 Minuten gewartet. Hat echt Spaß gemacht. Natürlich eine kurze, knackige Fahrt. Aber immer wieder lustig mit der Krake. Wir beeilen uns, deine Kamera gleich nass. Ach, die hält das aus. Bis dahin sind wir 50 Mal weg. Also von daher geht das. Ja. Krake donnert gleich runter. Jetzt haben wir uns bei Kolossos angestellt und ja, jetzt zeigt sich auch, dass sich der Park dann doch langsam füllt. Und klar, Kolossos ist natürlich die, ich nuschel mal wieder, Kolossos ist natürlich die Hauptattraktion hier im Park. Angeschlagen sind jetzt gerade 40 Minuten. Wir stehen hier bis außen, ungefähr so 30 Meter vor dem Kolossos-Eingang. Und ja, mal schauen, wie lange wir warten müssen. Ja, Kolossos ist schon sehr beeindruckend. Höhe ist, witzigerweise schwanken die Höhenangaben zu Kolossos zwischen 50 und 60 Metern. Tatsächlich ist sie aber 51 Meter hoch. Ich werde das nochmal einblenden, wie es die genaue Höhe ist. 110 km/h schnell und ziemlich ordentliche Strecke, also von der Länge her. Schon eine schöne Sache. Kolossos ist, muss ich auch sagen, ist einer meiner Lieblingsbahnen. Also immer wieder klasse Sache. Und vor allen Dingen hat sich Kolossos seit der, wir nennen das Ganze jetzt einfach mal Renovierung, vom Fahrgefühl komplett verändert. Also richtig gut. So, jetzt ist es gleich endlich soweit. Wir freuen uns schon richtig drauf. Und, hast du was gesagt?
Nein, ich war, ist ja gar nicht so. Ich hatte gerade meinen Namen gehört. Jedenfalls, wir wurden hier schon ganz schön durchgeröstet, ziemlich durchgegrillt. Ja, Mann, guck mal, wie braun ist. Oh, Wahnsinn, ja. Als ob man das sieht jetzt in der Kamera. Jedenfalls, es ist echt schön warm in der Sonne, aber ich denke mal, das ist auf jeden Fall deutlich besser als das Regenwetter neulich, weil lieber schön heiß gegrillt im Kolossus als ja, komplett durchgeregnet und total nass. Da ist mir so ein bisschen Sommer lieber, bevor dann der Frühling kommt. So, raus aus dem Grillofen, rein in den Kolossus Bahnhof. Ja, hinten stellen sich immer sehr viele an. Das ist ganz normal, weil hinten ist ein sehr beliebter Platz. So, die Kolossusfahrt haben wir hinter uns. Hat richtig Spaß gemacht und das war echt heftig. Also wir saßen halt in der zweiten Reihe, beziehungsweise kam halt die Station rein. Ich hatte noch meine Kamera in der Hand, Objektiv und das ganze Zubehör, die Sonnenbrille. Und dann konnten wir auf einmal schon sofort losfahren. Ich war ein bisschen sehr überrascht. Dann musste ich tatsächlich meine ganze Ausrüstung schnell in die Tasche schmeißen, weil wir uns so beeilen mussten. Aber es ist nochmal alles gut gegangen. Das kleine Objektiv ist nicht verloren gegangen und ja, die Fahrt hat richtig viel Spaß gemacht. Und jetzt sind wir einmal so ein bisschen um den See herumgegangen. Die Gestaltung ist hier auch echt, doch, also Heidepark-mäßig, verhältnismäßig ziemlich gut, finde ich. Die Panoramabahn, das ist immer mal eine schöne Sache, besonders wenn es jetzt ein bisschen voller ist im Park. Und ja, der Park ist jetzt tatsächlich sehr voll geworden, also verhältnismäßig gesehen natürlich. Im Gegensatz zu heute Morgen, da war es so extrem leer, weil, hatten wir ja schon berichtet, 4 Fahrten Flug der Dämonen kurz hintereinander. Das war schon so ein kleines Highlight am Morgen und jetzt ist es halt, also Wahnsinn. Hat sich gut gefühlt. Jetzt sind wir einmal im Heidepark-Shop, gucken hier einmal so ein bisschen rum, mal ein bisschen noch was da drauf. Und hier im Hintergrund sieht man so diese Candy-Abteilung, echt sehr niedlich gemacht. Einmal so ein bisschen den Heidepark-Shop erkunden hier. Große Empfehlung, das zu machen, wenn nicht gerade Parkschluss ist, weil dann ist es hier richtig schön leer. Also wenn man nochmal in Ruhe ein bisschen hier shoppen will und wie man sieht, ist hier gerade kein Mensch im Bild zu sehen, außer ich natürlich. Und ja, man sieht, ich laufe hier gerade durch die Lego-Abteilung. Eine schöne Sache. Also dieser Shop ist echt doch sehr, ja, sehr vielfältig, kann man sagen. Schön gemacht. Ich bin die Hexe! Hexe! Ah! Ein Irrer vor einem Brunnen. Und jetzt verlassen wir wieder den Eingangsbereich und fahren jetzt eine Runde Ghostbusters. Und ja, mal schauen, wer die meisten Punkte von uns hat. Ja, wir sind ja mit den Stoppies unterwegs und noch ein paar coole Leute dabei. Nur halt leider ohne meine Denise, das ist ein bisschen schade, weil ich kann ja leider nicht, wie schon gesagt. Aber beim nächsten Mal bestimmt wieder. So, jetzt stehen wir hier bei Ghostbusters an, einer Attraktion vom Hersteller Triotech in Zusammenarbeit mit Zira.
ein interaktiver Dark Ride ist das. Da gehst du auf Geisterjagd mit solchen Plasma, keine Ahnung, Pistolen, wie die sich genau nennen. Auf jeden Fall sehr cool für die ganze Familie. Ja, ist eine schöne Attraktion. Und ja, es geht ums Punktesammeln dabei. Und ja, schauen wir mal, wer heute die meisten Punkte sammelt. Und es gibt auch ein paar kleine Easter Eggs versteckt. Ja, mal schauen, wie lange wir jetzt wirklich warten müssen. Was ist angeschlagen? 20 Minuten? 20 Minuten. Genau, und wir haben jetzt 20 nach. 20 nach. Und mal schauen, wie lange wir denn wirklich warten müssen. So, wir haben jetzt Ghostbusters gemacht und einmal zum Wartezeitencheck. 40 Minuten hat das Ganze gedauert statt 20 Minuten. Das lag allerdings daran, dass es gab eine Störung. Wir wissen jetzt nicht genau warum, aber ja, kommt halt mal vor. Im Endeffekt haben wir 40 Minuten gewartet, also ging das. Und hat wieder schön viel Spaß gemacht. Ich war Zweiter, dies war Erster, Marvin war Vierter und Marcel Dritter. Und wir saßen genau nach Reihenfolge. Ja. Vor allem, wir haben uns genau nach Reihenfolge hingesetzt. Das war echt witzig. Hallo, mein Lieber. So, eben. Das ist auch genau. Das ist alles drauf. Ja, Mann. Okay, wir sind eben eine Runde Colossus gefahren, hat richtig Spaß gemacht. Und wir waren zu zehnt, weil unsere Gruppe ist ein bisschen gewachsen. Ja, wir haben neue Leute. Die Stoppies und noch. Die Stoppies hier, alle Folgen hier, Stoppies. Hier. Ja. Die machen mich auch nackt. Hier. Marvin. Nicht nackt. Hier, alle Folgen hier. Colossus sind wir jetzt gefahren. Ja. Und jetzt geht's zum Mountain Rafting. Wir freuen uns jetzt auf einen richtig schönen Wasserspaß. Ja. Man muss hier im Heidepark immer so ein bisschen abschätzen, ein bisschen jonglieren mit den Wartezeiten, das so ein bisschen taktisch angehen, dann muss man auch nicht zu lange warten. Genau, Leute. Und hier wird gerade richtig voll hier. Und jetzt stehen wir beim Mountain Rafting an. Angeschlagen sind 15 Minuten. Wir stehen jetzt hier bei der Brücke, wie man sieht. Boah. Deutsch, Sprachenlernen, Bubble. 15 Minuten. Sehr optimistisch. Wir sind gespannt, ob das wirklich stimmt. Sprachenlernen, Bubble. Eine Runde Mountain Rafting gefahren. Das hat echt Spaß gemacht. Wir waren gerade zu sechst im Boot und ich bin kaum nass geworden. Wobei ich hätte es auch nicht schlimm gefunden, weil es ist richtig angenehm. Und das hat Spaß gemacht. Also eine schöne Runde. Und ja, den Wartezeiten-Check. 15 Minuten haben wir gewartet und war echt eine Top-Wartezeit. Man muss das halt immer so ein bisschen ausjonglieren, damit man die guten und die richtigen Wartezeiten erwischt. Ja, Mann! Keine Wartezeit. Und du musst nicht so nah ans Mikro ran. Ach so, Entschuldigung. Ja. Das ist halt wieder heftig mit dem Ton. Nein, Scherz. War alles gut. Super. Wir gehen jetzt zum, wie heißt der? Desert Race. Desert Race. Von 0 auf 100 in einer Sekunde. Ja, nee, das wäre krass. 2,4. 2,4. Bis dahin sehen wir uns. Desert Race. Angeschlagen sind 30 Minuten. Mal sehen, wie lange wir warten müssen. Hatte leider zu, gab eine Störung. Naja gut, das kann schon mal vorkommen. Ist halt so. Da darf man sich nicht drüber aufregen. Und ja, wir gucken jetzt nochmal, dass wir gleich eine Runde Scream mitnehmen. Die Stoppies müssen gleich nach Hause fahren. Und wir haben aber noch so ein paar Restminuten schön im Park. So, auf geht's durchs Getümmel. Wir wühlen uns jetzt hier gerade durch Richtung Scream. Und leider so ein bisschen Igenverkehr hier. Aber gut. Man kommt auch halbwegs durch. Wir freuen uns auf jeden Fall jetzt auf. Aber ich kann auch nicht mehr sprechen. Ich habe so wie Sonne abbekommen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf Scream. Das ist dann nochmal ein schöner Abschluss für den Tag. So, schöne Runde Scream fahren jetzt.
gut 70 Meter freier Fall. Schön 100 km/h, das macht schon irre Spaß, das Ding. Ist wieder soweit. Ein toller Tag im Heidepark geht vorbei und deshalb beenden wir jetzt aber diesen Vlog. Das war mir etwas ganz anderes, zusammen mit den Stoppies und mit Marvin und noch mit ganz vielen anderen coolen Leuten. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ja. Auch danke nochmal an dieser Stelle für die Stoppies, dass ihr mit im Vlog dabei wart. Richtig cool. Ja, und ja, schade, dass meine Denise heute nicht dabei war, aber beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder. Im Hintergrund fährt auch schön Krake. Ja. Perfekt. Ja, und wir hoffen, euch hat das Video gefallen und... In dem Sinne, liken und kommentieren nicht vergessen und wenn es euch richtig gefallen hat, ein Abo dalassen. Genau, darüber würden wir uns mega freuen und dann auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Bis dahin, tschüss. Tschüss.